Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein weiterer heiterer Tag in Beverly Hills. Was zur Hölle war das? Lassen Sie mich raten. Foley. Sagten Sie Foley? Foley, du klaust einen verfluchten Helikopter! Ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass du nicht fliegen kannst, Adam! Sonst hätte ich mir was anderes einfallen lassen! Ich wollte doch nicht mal einsteigen! Oh, er hat meinen Rotor abgeschossen! Verfluchte Scheiße! Scheiße! Leute, das ist echt peinlich. Lieber werde ich verhaftet, weil ich mich der Festnahme widersetze, als in dieses gottverdammte Spielzeugauto zu steigen. Ihr seht aus wie Lego-Cops. Jane, hier ist dein Vater. Bevor du auflegst, ich bin in der Stadt. Ich wurde verhaftet. Und, hallo? Sicher, dass ihr immer die Rechnung bezahlt? Das Ding funktioniert nicht. Naja, ich bin nicht das erste Mal in Beverly Hills. Ja, das konnte ich sehen. 84, 87 und dann 94. Aber die Welt hat sich verändert. Was führt Sie wieder nach Beverly Hills? Mein Freund Billy hat mich angerufen. Er steckt in Schwierigkeiten. Was willst du von mir? Ich will, dass du wieder anfängst, dein Kopf zu sein. Wir müssen was unternehmen. Axel, wenn du städtisches Eigentum demolierst, dann... Sie fahren einen Schneepflug? Ja, wir fahren einen Schneepflug. Wo liegt das Problem? So ein Schneepflug hat viele tote Winkel. Ich bin auf einer Undercover-Mission mit Achmed Foley. Er hat am Ende vielen ans Bein gepisst. Das heißt, wir sind nah dran. Alles okay? Fühlt euch sicher? In der Mitte gibt's keinen Gurt. Pass auf den Gurt, Mann! Wir gehen aufs Ganze! Wir brauchen Verstärkung. Wow, was zum Teufel soll der Scheiß? Ich besorge uns Verstärkung. Gott, du hast mir gefehlt, Axel.